Hallihallo, ihr Lieben da draußen. Ein herzliches Willkommen heute hier bei LS22 Family, dem Zero RP Challenge Projekt im Farming Simulator Universum. Ich bin natürlich wieder mit den zwei lieben Jägers unterwegs, nämlich dem Jan und die Nathalie. So sieht's aus, ich will mal Laura sagen. Die Nathalie. Moin, moin, ihr zwei. Und der Mike, hallo. Hallo. Genau. So, wir haben jetzt noch eine Fuhre, denke ich mal, nicht mehr ganz. Aber die fahre ich jetzt nicht hoch, die fahre ich jetzt ins Lager. Oder vielleicht, sagt mal, brauchen die Kühe, brauchen die Stroh? Oder ist da noch voll? Nee, Stroh muss wieder rein. Stroh muss wieder. Wow! Oh, jetzt wäre mir fast ein Reh reingerannt. Ui! Oh, ey, das habe ich bestimmt mit dem linken Vorderreifen so ein bisschen gestritten. Nee, es ist ja nichts passiert, es ist ja wieder weggegangen, weggerannt. Also das ist nicht verletzt. Ich hab's doch kaum getroffen, nicht immer ganz. Wer war es überhaupt dran? Das war so erschrocken jetzt. Boah, jetzt war ich aber auch erschrocken. Es ist nichts passiert. Mich? Ja. Magst du mir dann bitte Dings? Ich kann dir einen Anhänger, meinst du? Ja. Ja, den fahr ich dir hin. Das habe ich jetzt schon eingeplant. Okay. Magst du dann pendeln oder Ich kann pendeln. Ich weiß jetzt nicht, wie weit, Nathalie, bist du jetzt mit dem Feld schon? Fast der Hälfte. Fast der Hälfte, okay. Naja, gut, dann würde ich erstmal pendeln. Also ich bringe unseren großen Anhänger noch mit. Mhm. Und der müsste ja eigentlich gehen. Oder ist der zu hoch? Ja, der geht schon. Der geht schon, okay, gut. Ja, nee, dann pendel ich ein bisschen hin und her. Ich würde es aber so machen, dass ich dir den Traktor, den wir von der Stadt kriegen, da müsste ja einer dort stehen, ne? Ja. Den würde ich dir auf dem Feld stehen lassen trotzdem. Ja. Dass du eventuell, wenn ich noch nicht wieder da bin oder so, weißt du? Ja. Dich schon mal reinschwingen kannst und zu dir fahren kannst. Bist du jetzt schon losgefahren? Also bist du jetzt schon... Ich habe jetzt schon die erste Bahn in. Achso, na gut. Ich muss jetzt noch eine Bahn Stroh reinfahren. Dann ja, haben wir's. Immer mit der Ruhe, junger Mann, ist hier kein Stress. Stimmt, wir sind ja auf Arbeit, nicht auf der Flucht. Eben. So, heute soll es noch mal regnen, habe ich gehört, hä? Ja, mal gucken, weil nicht, dass es uns hier die ganze Ernte her... Ah, das wäre natürlich mit den Kartoffeln scheiße, das stimmt. Ja, Nathalie? Mhm. Könntest, wenn du willst... Also ich weiß nicht, wie lange du jetzt brauchst noch. Ja, das ist anders. Solltest du dann Zeit haben, kannst du, wenn du willst, ja sogar die 2, ne, das Feld 2 hier anfangen. So, pass mal auf. Und zwar... Ja. Fährst du erstmal ein bisschen Stroh bei den Kühe rein? Ich habe jetzt ganz wenig Stroh im Anhänger drin. Ich würde erstmal schnell rüberfahren zu Mike. Sag mal, ja, auf, aber wenn du dann wieder voll machst, ob du das dann ein bisschen zu den Kühen reinfährst. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo was im Lager haben. Hier, Mike, wo bist denn du auf welchem Feld? Oh, ist das ein... Das ist ein Geschoss, der McCormick. Wow. Feld 57. Ich würde dir... du machst dich doch abenteuerlich, oder? Nee. Wo ist die Feld 57? Weiß ich gar nicht. Im Westen. Ach, dort oben. Ja, ich sehe. Ah, okay, alles klar. Ich weiß, wie ich fahren muss. Ja, okay. Bei der Dings rein, bei der... Ja, okay, alles klar. Genau. Bei der Großbaustelle rein, ja. Genau. Gut. Okay. Und ich empfehle dir, wenn du mal ordentlich, also wenn du irgendwelche Muskelkater oder sowas hast, ja, dann fährst du da Vollgas.
dann sind die danach weg. Ich weiß schon, was du mir sagen willst. Aber, naja, im Endeffekt sind dann die Federn von McCormick auch weg. Die ist mir schon klar. Also der sieht schon inne ganz geil aus. Das Ding hat schon was. Ja, vor allem der sieht halt echt markant aus. Also oh, der sieht, der fährt sich auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, ne? Der fährt sich sehr, sehr weich. Kommst du ja vor wie der König hier auf der Straße, ey. Der sieht so, wenn du nach vorne rausguckst, so bullig aus, irgendwie so extrem bullig. Halt wie ein erwachsener Traktor, ne? So, ne, fein. It's alright, meine Freunde. Der Sonne. Ja, der fährt sich schön. Der fährt auch ganz schön schnell, muss ich sagen. So 60, oder? 53. Oh ja. Ja, trotzdem. Ich sag mal, zum Pendeln wäre natürlich der JCB besser, ne? JCB. Genau. So. Jetzt muss ja hier hinten ist ja jetzt die Großbaustelle. So, da gucken wir mal schnell hin. Aber nur schnell, ne? Warum bist du so weit voll, oder was? Naja, ich hab schon 45%. Oh, okay. Ja, ich bin dann gleich da. Ja. Mick? Ja, bitte? Haben Sie Probleme? Warum? Mit Ihrem... Mit einem... Anschlag? Ja, ich weiß aber nicht, warum. Okay. Naja, gut. Aufnahme läuft ja, muss ich mich dann drum kümmern. Ja, dann gehen wir wieder live. So, zack. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich mach mal kurz auf Pause. So, meine Lieben, wir sind wieder da. Ja, Twitch hat sich gerade ein bisschen verabschiedet. Ist aber nicht so schlimm. Wir nehmen ja trotzdem weiter für euch auf, da draußen noch. Und ja, schauen wir mal. Muss ich mal Ende dieser Folge mal gucken, was hier los ist. So, gut. Boro, grüß dich. Glaube aber, es geht wieder. Ah, okay. Geht wieder? Ja, geht wieder. Perfekto. So, meine Lieben, wir sind wieder da. Im Twitch-Streamo. Und ich bin nicht ausgeflippt. Bin nicht ausgeflippt, meine Lieben. Bin völlig ruhig geblieben. Die Valium und die Haschpfeifen und alles, was ich hier nehme, das hilft alles. Nee, alles bestens. Nee, es hat mich irgendwie gerade überhaupt nicht aufgeregt. Ich weiß nicht warum. So, ich bin da. Ja. Mein lieber Bruder. So, ich guck mal kurz weg. Ja, über den ganzen Stream lang, oder? So, Basti macht ein Kreuz im Kalender, das ist sehr gut. Mach das mal, du alter kleiner Sack.
So, good. Doch, wie geht's dir denn? Ey, wird nicht fremdgegangen, hallo? Nee, bekannt. So, gut. Reicht dir das, wenn du den Anhänger hier erstmal stehen hast? Weil ja, da würde ich den anderen schnell noch holen, weißt du? Ja. Zack und das weg und das und weg und zack und weg und zack und das und weg und weg und zack und zack. Okay, mhm. Nee, ich habe eigentlich ganz gute Laune heute, von daher. Ja, merkt man. Ruhig. Oh. Hab einen schönen Tag gestern. Oh, mit Happy End? Immer. Naja. So, nee, nö, weiß schon nicht warum. Ich hab heute echt, ich hab eigentlich immer Bock zum Streamen. Also in letzter Zeit vermehrt immer mehr Bock drauf. Aber ich hab heute auch richtig Bock wirklich auf LS gehabt, mal wieder. Was ist LS? UOC jetzt, ne? Was das? Kennt ihr das nicht? Landwirtschaftssimulatoros. Nee. Bin ich jetzt falsch gefahren oder wie ist denn das jetzt? Oh, nee. Wie, du kennst das nicht, guckst dir aber, hast letztens von dem RP erzählt, vom LS. Was du dir auf YouTube anguckst. Ach so, jetzt, Mensch, ja, siehst du, ich bin auch von außer Kartoffeln und Ernte und hier und da. Ah, du bist einfach überfordert, Mike, ne? Also überarbeitet, meine ich. Genau. Nicht überfordert, sondern überarbeitet. Na, die jungen Leute sind doch nicht mehr überlassen, ja, ist furchtbar. Du bist halt für Reha. Ja, ich glaube auch. Sanatorium und alles. Krematorium, Sanatorium. Die jungen Leute sind einfach nicht mehr belastbar. Wow. So. Nein, nein, nein. Okay. Lass den McCormick bitte heilen. Mein Lieblingstraktor. Ja, das sah jetzt gerade schwierig aus, fast. Ja, es hat sich auch schwierig angehört. Habt ihr auch so Kopfschmerzen, oder? Ja, ich muss mir immer ein bisschen was merken, immer ein bisschen was abspeichern. Ja. Wieso krieg ich da Kopfschmerzen? Weil wir Geschwister sind. Weil wir Geschwister sind, ja, stimmt. Das klang jetzt komisch. Mhm. Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz OOC was fragen. Wie viele Folge ist das jetzt? Ich glaube, die erste. Zweite, ne? Zweite? Okay. Ja. So, okay. Das dadurch, dass ich jetzt hier Pause gemacht habe und alles, bin ich irgendwie kurz raus gewesen. So, zweite, genau. Okay, Guru, siehst du? Das ist eine aufmerksame, gute Community. Im Formvlog. Freut mich. Gibt ein Bienchen. Ins Mutti-Heft. Unerträglich, oder? Heute? Nee. Achso, ich dachte, ihr seid schon gar nicht mehr am Funk. So, gut. Oh, die haben einen MF hier hingestellt. Ah, nicht schlecht. Nee, ich hab mal kurz eine Sprachnachricht. Oh, Sprachnachricht. Hm. Eine Sprachnachricht. Du sollst arbeiten und keine Sprachnachrichten verschicken. Was ist das? Na, wenn die Frau Schmidt was anfragt, muss man antworten. Oh, shit. Frau Schmidt. Kennt ihr das Lied noch aus den 90er? Nein. Hä? Was? Hä? Nein. 90 Minuten. Meine Lieblingsguru. Achso, ne? Was, Guru, du kennst es noch? Oh, shit. Frau Schmidt. Kennst du das nicht, Jan? Mike? Nee. Krass. Also, es ist egal, als wen du mich fragst, aber nein. Was ist los? Was? Was hast du jetzt gesagt? Du kennst das. Grüß dich, Pete.
Es ist egal, als wen du mich fragst. Ach so. Geht. Also ich hoffe, du bist auf dem Weg. Der erste Hänger ist nämlich schon voll. Ich bin gleich da, ja. So, wo soll dir das hin? Was? Kartoffel-Harry. Wo ist sie was da? Was hast du jetzt geladen? Hornhöfeln? Kartoffeln? Ja. Ich hab Hornhöfeln geladen, ist das. Mal ganz kurz OOC. Das wäre eigentlich auch eine geile Stimme gewesen für Neighbors. Ja. Wo ist mein Freund? Hallo? Naja, okay, gut. Ich guck das ja abends, dann wenn wir hier fertig sind in Fichtal, gucke ich ja auch mal hier dieses Neighbors, oder wie das heißt. Okay. Ja, ich so. Bin ja mal gespannt, weil ich die Rolle jetzt diese Gerrit-Station da ans Laufen kriegen. Keine Ahnung. Oder bei welcher Folge bist du? Ich habe glaube ich noch 5 Folgen, die ich angucken muss. Ich bin ja aktuell. Du bist up to date, aha. Genau. Ja, du hast ja nicht so viel zu tun wie ich. Ja. Schläfst du den ganzen Tag eigentlich. gut, jetzt geh ich. Jetzt warte ich. So, und ich bin gleich da. Also der McCormick ist wirklich ein schöner Traktor, ich hätte es nicht gedacht. War ja eigentlich nicht so auf McCormick. Und auf der Straße, da stimmt sich ganz hindurch, ne? Oh ja. Hier durch, hei. So, was zum Kartoffel, Harry, oder wohin? Ja. Wo ist die der? Kann ich ja gleich mal... Ja, stehen bleiben. Ja. Mach ich da. Mal Ruhe. So, wo ist hier der Kartoffel, Harry? Weiß ich nicht. Ach, hier oben. Dort oben ist doch... Ach, nee. Ups. Warte mal, jetzt habe ich gerade Mist gebaut. Das war jetzt irgendwie ein bisschen komisch gerade. Habt ihr das gesehen? Das war wie Matrix jetzt. So, hört sich auch gut an. Ja, das stimmt. Der ist auch voll. Ach du Scheiße. Also ich glaube... Ich glaube... Hallo, ich würde gerne weitermachen. Ich bin noch nicht leer. Ja, ich bin voll. Ja, super, jetzt habe ich keine Hänger mehr da und ich bin immer noch halb voll. Super. Ja, ich glaube, das wird schwer. Du hast keinen Hänger mehr da und bist noch halb voll. Ja, oh Gott. Ich glaube, haben wir hier irgendwie eine Telefonnummer für gewisse Dienste? Das Problem ist, glaube ich, wir müssten eigentlich fast zu zweit abfahren. Ich mache jetzt Vorgewinde. Reicht das als Aussage? Ja. Aber dann ist noch nicht Gewalt und so. Ja, das kann ich heute Abend noch machen. Das ist kein Problem. Aber ich glaube, wir müssen hier straff abfahren. Ja, aber Vorgewinde muss ich jetzt mal machen. Nützt alles nicht. Könntest grundsätzlich, wenn du dann herkommst. Oh nee, jetzt bin ich auch noch falsch gefahren. Das ist doch zu. Ich dachte, hier geht der richtige Weg weg. Du könntest den MF nehmen, der drüben am Händler steht. Der war eigentlich für die Abfahrerei mitgedacht. Ja. Was hier runter soll ich fahren? Scheiße. Wow. Immer ruhig Blut. Eieieiei. So, was ist das? Ja, es ist eine krasse Strecke hier. Hier bin ich mal noch nie lang gefahren. Ja, hat aber zu kämpfen, der Kleine. McCormick. Yeah. To the game.
Obwohl er eigentlich wirklich gut Leistung hat, ne? Mit was war das? 310? Weiß nicht. Nee? Ah, gut, wir fahren ja natürlich auch hier mitten durch den Wald. Rallye Monte Carlo, ja, da hast du recht. Wow. Wow. Boah, ey, was ist denn das bitte für ein Weg hier? Also das fahr ich glaube ich nicht nochmal so, oder? Ich weiß nicht. Naja, gut, meine Lieben, aber wir werden es in der nächsten Folge sehen. Da werden wir dann zusammen abfahren, gehe ich mal davon aus. Und dann wird es richtig interessant, wenn Nathalie hier mit abfährt. So, okay, also bis dahin. Wenn dann in der nächsten Folge Nathalie Unfall-Accident-Show kommt. Bis dahin, macht's mal gut. Wir sind erstmal raus. Tschüss und ciao.